Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich bin mal wieder unterwegs hier in Fischzucht Müller in Hakenbleck. Und ich bin heute auch nicht alleine. Heute habe ich den Jayanabe bei mir und den Zainel. Wir sind heute zu dritt, sind an den oberen Teich hier und werden auf jeden Fall hier unser Glück versuchen. Sobald der erste Fisch natürlich dran ist, seid ihr wieder mit dabei. Hier ist der Jayanabe. Jawohl. Und da hinten ist der Zainel. Moin. Moin und jawohl, wie gesagt, sobald es losgeht, seid ihr wieder mit dabei. Bis gleich. So Leute, ich mache schon mal meine Vorbereitung. Der Besatz ist noch nicht reingekommen, aber wir können natürlich schon loslegen. Und da habe ich natürlich auch wieder meine Box mit dabei, die Aktivka Octopus. Und zwar werde ich auch gleich mit denen, mit etwas wieder mit hellerer Farbe wieder anfangen. Und ja, sobald dann der erste Fisch dran ist, seid ihr natürlich wieder mit dabei. Bis gleich. Schon der erste Zupfer gewesen und der nächste jetzt hängt er. Und da haben wir den ersten schon mal, wie ihr sehen könnt, in Aktivka Octopus in Pink. So kann es weitergehen. Ist er schon im Blau aktiv gar mit einem kleinen Gummi noch. Jetzt habe ich meinen Kescher hier hinten liegen lassen, aber denk mal, können wir auch geregelt hier. Da kommt er. Hoppa, so. Und zack im Kescher. Schöne Portionsforelle auf dem blauen Aktivka. Ja, der Jan hat auch jetzt gerade einen. Eine schöne ordentliche Portionsforelle. Sauber, Petri. Der Zähne lässt sich wie auf sich warten, das ist bei ihm immer so, dann holt er die Dicke raus. Es sei ihm gegönnt, auf jeden Fall. So, ich fange wieder an, wie gesagt, immer so ein bisschen twitchen und jo, da ist er, Zainel hat jetzt seinen ersten Fisch, auch eine schöne Portionsforelle. Sehr schön, jawohl. Petri. Danke.
Ah, jetzt hat er den. Jawohl, sehr schön. Ja, oh, eine schöne goldene. Der Senner, hat gerade eine schöne goldene. Hast du einen Kescher in der Nähe? Warte, bleib, mach du mal, drill du mal. Auf Gummi, ne? Ja. Oh, eine schöne goldene. Oh, und jawohl, Petri. Geht wieder an. Sehr schön. Ja. Danke. Jawohl. So, ich habe mal wieder auf den Aktivteil gewechselt. Ich war ab vorhin noch ein bisschen mit Gummi geangelt. War nichts, jetzt habe ich wieder auf den Aktivteil gewechselt. Auf der Farbe hier. Mal schauen, wie er sich so gibt. Die Fische sind auf jeden Fall jetzt mittlerweile sehr, sehr vorsichtig geworden. Und ich finde auch, und ich glaube auch, die sind auch ziemlich weit unten. Mal schauen, ob ich mit der Farbe einen überlisten kann. Die Farbe Blau, Aktivka Blau. Damit habe ich ja schon was gefangen. Mit der Farbe Orange habe ich auch schon eine gefangen. Mal schauen, ob ich mit der Farbe hier noch eine überreden kann. Zu meiner Route. Das ist die Shimano Kadif AX in 0,5 bis 4,5 Wurfgewicht. Dazu habe ich die Rolle Stella, die Tausender, die SSSPG. Ja, das ist normalerweise eine Rolle für eine Gummiroute, weil die ziemlich langsame Übersetzung hat. Aber ich habe es mir trotzdem an die Route hier dran gemacht, weil die soll mir so eine leichte Hilfestellung geben. Hilfestellung in der Hinsicht, weil ich manchmal auch selber merke, dass ich mein Spoon viel zu schnell führe. Dass er mir halt dann so ein bisschen hilft, mich dabei etwas abzubremsen. Und oh, ja, da könnt ihr sehen, Leute, ich habe einen. Und ja, eine schöne. Ihr könnt sehen, wie kampfstark die hier sind, ehrlich, also auf den grünen Aktivka. Ich kann schon sehen, den hat er wirklich schön genommen. Aber mal schauen, ob ich den ins Kescher bekomme. Oh. So, zack. Und im Kescher ist er. Ich zeig euch mal den nochmal schnell. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Schön im Grün, Aktivka mit dem grünen Gummi noch hinten noch dran. Leute, den nächsten dran. Wieder auf dem grünen Aktivka. Oh, die hängt sehr knapp. Die hängt sehr, sehr knapp auf jeden Fall. So kann es weitergehen. Ich hoffe, man kann ihn sehen, den Aktivka.
Und ja, so geht's weiter. Jawohl. Jana hat jetzt gerade einen Drill. Eine richtig schöne Portionsforelle. Oh. Er kämpft aber richtig schön hier. Jawohl. Petri. So, ich habe jetzt mal wieder Farbe gewechselt. Und zwar auf den roten Aktivka. Man kann sehen, mit so einem roten Gummi noch. Hinten am Haken noch dran. Der grün. Gelbe hat Fisch gebracht, der blaue hat Fisch gebracht, orange hat auch Fisch gebracht. Mal schauen, wie die Farbe rot hier läuft. Ja. Oh, eine große. Ich habe eine große erwischt. Die ist echt schön groß. Die dicke habe ich erwischt jetzt. Auf dem roten Aktivka. Oh, jetzt muss ich aufpassen, ehrlich. Das ist echt eine große. Jetzt muss ich aufpassen. Auf den roten Aktivka, was ich vorhin euch gezeigt habe. Das wird, glaube ich, erstmal ein bisschen dauern hier. Ich hoffe, ich krieg den raus, ey. Ich hoffe, ich krieg den raus. Nee, ich habe die Bremse schön eingestellt. Normalerweise dürfte da nicht viel passieren. Oh, wow. Bei der Sache muss man echt schön ruhig bleiben. Schön Bremse einstellen. Dass er sich auch austoben kann. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Och, oi. Was schätzt du denn, was, wie viel Kilo? 300 Kilo? 4 Kilo, ja? Aber trotzdem muss man schön aufpassen. Wie gesagt, dementsprechend auch schon die Bremse einstellen. Keine Panik, immer ruhig bleiben. Obwohl bei so einem Fisch natürlich Adrenalin sofort hochschießt. Ja, er möchte nochmal abziehen. Ich will echt nicht Dings machen hier. Ja, schön, ich muss echt Zeit lassen. Sobald der Sehne sich da nährt, der böse Sehne, da gibt er sofort Gas. Die Jungs haben den auch vorhin auch ganz auf Spoon versucht zu kriegen. Wollten sie nicht, aber auf den Aktivka jetzt hier, auf den roten, da wollte er. der hat so eine Power, so eine Kraft hat der. Also ich schätze den auf 4 Kilo. Auf 4 Kilo auf jeden Fall, also ich habe ja eine Waage dabei. Erstmal muss er ins Kescher. Das letzte Mal, wo ich hier war, habe ich schon mal so einen großen Dings verhauen. Allerdings ist er auf Teig.
eingestiegen, aber leider, wie gesagt, habe ich den Fahrer gehabt. Mal schauen, ist einer, ne? Hier nicht, dass du ins Wasser fällst oder so. Oh. Der hat schon mehrmals den Kopf draußen gehabt, ne? Aber trotzdem gibt er wieder Gas. Guck mal, jetzt hier. Er zieht schon wieder. Das ist unglaublich. Ich muss schon langsam meine Route mit zwei Händen halten, weil es geht schon langsam wirklich auf den Arm. Aber es hängt wirklich richtig schön am Maulwinkel. Jetzt versucht Jan aber mal zu kechern. Also weiß ich, ich finde, der sitzt ja, schön am, an der Seite, ja, hängt da. Aber knapp. Echt, meinst du, ja? Deswegen, ganz vorsichtig. Deswegen wollte ich auch nicht rein, das ist der Schock. Ja, wenn du mit Schnur, die Schnur berührst. Ja, das ist auch noch mal. Ja, das spannend ist ja. Ja? Digga, machen wir weiter. Ja, das kriegst du alleine hin, oder? Jungs, also das ist doch nicht normal hier. Hier, jetzt kommt er, oder? Nee. Total, ja? Ach. Jetzt, ich zieh mal ein bisschen hier. Komm her hier. Komm. Jetzt kommt er. Jawohl. Oh, jawohl. Oh, Scheiße. Guckt euch den Bocken an, Leute. Guckt euch den Bocken an. Und dann, Alter. Und dann noch hier auf den Aktivgang hier. Da. Der ist jetzt gerade ab. Siehst du? Der hing nur ganz spitz. Der hing wirklich richtig. Ja, zeig, das ist der. Oi. Ich zeig ihn euch gleich nochmal. So Leute, ich zeig euch den mal. Eieiei. Guckt euch diesen Brocken an. Das ist ein Fisch, also. Guckt euch diesen Brocken hier an. Ich werde ihn gleich nochmal auf die Waage nehmen. Und dann schauen wir mal. Wir haben hier 5,5. 5,5, Leute. 5,5. So muss es sein. Ja, der Sender ist wieder hier am Drill. Auf Spuren, ja? Richtige Spuren, ja. Was für eine Farbe? Schwarz Rückseite mit braun vorne. Ja, okay. Schöne Kampfstärke, Portionsforellen auf jeden Fall.
Oh, die ist sogar noch ein bisschen besser auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ah, nein. Jawohl, sehr schön. Petri. Danke. Ja, ist besser. Sehr schön. So Leute, es war wieder Zeit, Feierabend zu sagen. Hier Fischzucht Müller in Hakenbeck. Die Jungs packen auch jetzt gleich ihre Sachen zusammen. Wir machen jetzt langsam Feierabend. Wir waren hier auf jeden Fall ziemlich, ziemlich erfolgreich. Ich selbst habe hier hauptsächlich mit den Aktivgar Octopus geangelt. Mit den beiden war ich auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich. Sämtliche Farben ausprobiert. Und ja, zum Schluss konnte ich nochmal eine schöne Lachsforelle überreden. In 5,5 Kilo rote Aktivgar. Der hat ihn auch ans Land gebracht. Und ja, meinen Fang zeige ich euch auch gleich nochmal. Ansonsten Leute, soweit es natürlich wieder weitergeht, wenn ich wieder losziehe, seid ihr natürlich wieder mit dabei. Und für einen Kommentar, Abo und Like würde ich mich natürlich freuen. Bis dahin Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis dann, ciao. So Leute, das ist mein Fang von heute. Man kann ihn hier sehen, schön 5,5 Kilo. Lachsforelle und hier schön ordentliche Portionsforellen. Da sind die Aktivgas, mit denen ich geangelt habe. Hauptsächlich nur mit denen hier in Fischzucht Müller in Hagenbeck. Und ja, das ist hier nochmal der größere Teich. Hier kann man auch auf jeden Fall angeln. Ansonsten, da wo wir waren, das ist weiter in diese Richtung. Da geht man hier die Treppen hoch. Und dann ist da eine kleinere Anlage. Ja, und wie gesagt, Leute, soweit es natürlich wieder weitergeht, seid ihr wieder mit dabei. Bis dahin, Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis dann, ciao.